Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu Minecraft Dungeons in unserem altbekannten Lager. Und wir sind hier wieder zurück und überlegen, was wir machen können, denn es gilt natürlich, weil ja heute Donnerstag ist, ein paar Abenteuerpunkte zu sammeln. Und die dieswöchigen Quests sind Reiseblöcke, iss Nahrungsgegenstände, sammle Gold, verwende Tränke, öffne Truhen. Und ich würde sagen, liebe Freunde, sammle Gold klingt für mich nach Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Ja, sowas habe ich befürchtet. Ja, gut, ne? Schau schon mal, was ich hier so machen kann. Ah, Benny ist schon am Spenden, das finde ich super. Ich habe die Tage übrigens auch mal ein bisschen so nebenbei gespielt und habe tatsächlich zwei Uralte besiegen können und habe dabei drei habe ich sogar besiegt. Ich habe eine vergoldete schwere Armbrust, ein vergoldetes Diamantschwert und eine vergoldete schnelle Armbrust bekommen. Finde ich alles drei ist eigentlich ganz nice, habe ich auch gerade ausgerüstet. Wie hast denn du die alleine besiegt, die Uralten? Ich habe keine Ahnung. Also es waren ein paar dabei, die waren echt gar nicht mal so schwer. Die gingen, das war eine Hexe hatte ich dabei, die ging zu besiegen. Ich hatte den widerlichen Weber dabei, da bin ich natürlich wieder glorreich gescheitert, weil ich keine Ahnung habe, wie man diese hässliche Dreckskackspinne besiegen soll. Und was war es noch? Ah, ich kann es dir gerade gar nicht genau sagen, was es für drei Uralte waren, die ich da besiegt habe. Aber es waren welche der einfacheren Sorte. Es ist nicht alles unschaffbar. Ich glaube, wir hatten mit den Runen bis jetzt einfach immer nur Pech. Hm. 78%, das ist viel. Das ist ja, relativ 78 viel, ja. Ist viel, ja. Das ist gut. Ich will meinen Windhorn nicht weggeben. Nee, ist richtig. Musst du nicht. Musst du doch auch nicht. Ach so, ja, nee. Also 78% ist völlig okay. Ich wäre sogar mit 50 einverstanden gewesen, weil wir gehen ja hauptsächlich des Goldes wegen rein. Was seid ihr eigentlich mittlerweile so für eine Kraft, dass wir das mal ein bisschen abgleichen? Ich bin stuck bei 189 in der Drehe, weil ich zwar vom Level her immer wieder steige, aber ich finde halt keine neuen Gegenstände mehr. Also eigentlich müssten wir auch mal eine Boss-Mission machen. Und Benny? Weiß ich nicht. Achso, du kannst gerade nicht. Achso, 188, nee, 187 ist meine Kraft. Okay. Ja, da sind wir auch noch einigermaßen gleich. Ich bin auch 189. Ich kann das höchste ist 186. Ende aller Tag plus 15, bringt das was, oder? Ja, wenn es eh das höchste ist, dann machen wir das. Ja, dann ist es halt so. Bin ich dabei. Klingt gut. Da ist er dabei. Ich glaube sogar, wir brauchen genau genommen noch 4 Boss-Missionen, um den nächsten Schwierigkeitsgrad freizuschalten. Also eigentlich 5, eine habe ich jetzt schon gemacht. Aber fehlen halt immer noch 4 weitere. Vielleicht mache ich es aber auch mal offscreen, weil die Boss-Missionen sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, echt boring. TT! Schön, dass du es mir richtig reinschmeißt. Ja, ich habe dich nicht gesehen. Ich hab's halt angekündigt in dem Moment, wo ich es geworfen habe. Mehr kann ich wirklich nicht machen. Aber da stand ich halt schon drin. Ja, Kevin, ich weiß nicht, wo du bist. Das ist einfach nur ein riesen Boost an bunten Farben. Oh nein, es sind so viele Farben. Sie blenden. Guck dir das doch mal an. Also, sieht natürlich schön aus, ne? RGB und so, aber... RGB! Wir haben da, by the way, schon einen Eingang verpasst. Und da ist auch schon der zweite. Warten wir noch auf Benny, würde ich sagen, oder? Team Spirit und so. Rote Flora, wisst Bescheid. Ach nee, komm mit dem Sozen gelaufen, Junge. Ich liebe es. Doch nur, um mich zu triggern, Alter. Ja, ja, aber es ist doch irgendwo auch ein schönes Credo, dem man leben kann. Füreinander. Ein Miteinander und kein Gegeneinander wie im Kapitalismus. Auch das rote Gelaber, so Alter. An. Sorry. Ja. das rote Gelaber ist echt schlimm. Ja, ich weiß. Ohne Witz. Aber es macht er halt auch mit Überzeugung, ne? Ja. Hä? Verstehe ich nicht. Natürlich mit Überzeugung. Don't get it, ey. Aus dem Tiefen meines Herzens, Genosse. Weiß ich halt nicht. Ist halt bisschen too much, aber gut. Ja, okay. Hm, ja, dann kannst du mir doch egal, wenn du es bisschen too much findest. Echt mal. Mit gefangen, mit gehangen. So ist das bei uns. So, dann gehen wir nochmal zurück, würde ich sagen. Und. Das kann man machen, ja. Gucken wir uns nochmal an, was in dem anderen Gang ist. Oh, da sind ja noch Smaragde. Die nehme ich natürlich mit. Vielleicht haben wir da ja schon unseren ersten Uralten hier. Das wäre natürlich krass. Es ist krass. Yeah. Ist die Mission da schnell vorbei?
Okay, Leute. Ich glaube, das ist einer von denen, den ich besiegt habe. Wenn wir schnell am Anfang auf den draufgehen. Ja. Wieso nimmt der so wenig Schaden? Wieso habe ich bei dem so viel Schaden gemacht, als ich alleine war? Ich weiß nicht mal, welcher von denen das ist. Das war das Problem. Also, hä? Ich habe einfach in die Mitte draufgehauen. Einer von denen wird es schon sein. Hä, wieso sind die hier so schwer und alleine nicht? Ich verstehe es echt nicht. Welcher von denen ist das? Ach, der bei Kevin ist. Ja. Ach ja! Oh, der hat Geschossabwehr. Das war ja eine ganz dumme Idee von mir. Haha. Das sieht aus, als wäre es eine sehr schnelle Uralten-Mission, wenn es so weitergeht. Ja, ja, ist es auch. Hä, wieso ist das zu dritt so unfassbar tricky und alleine habe ich den relativ easy weggekloppt? Der hat halt auch noch Strahlenkranz, ne? Also der heilt sich genauso gegen, wie wir das tun. Ja. Ja. Ich sehe da gerade keine Chance, wie wir den besiegen sollen. Nö, werden wir auch nicht. Haben wir jetzt Pech mit den Verzauberungen oder was ist hier los? Denke ich schon, ja. Guck das doch mal an, wie der sich hochheilt. Das ist doch nicht lustig. Schön, also das, also, so macht das Spiel Spaß, muss ich sagen. Beste. Ich weiß nicht, ob die Verzauberungen halt sich ändern, aber ich denke schon, oder? Ich glaube nicht, dass der bei mir Strahlenkranz hatte, wenn ich ehrlich bin. Komm, wir gehen noch mal rein. Ich opfer auch mal ein bisschen was. Ich habe ja genug. Ich habe auch noch genug. Daran soll es nicht scheitern. Was können wir denn mal opfern hier? Das habe ich zweimal, den Herzdieb. Dann kann ich einen Herzdieb reinschmeißen. Ah, die ist eigentlich cool. Aber auch irgendwie sinnlos. Nee, komm. Weg damit. Der Azursucher ist auch cool, aber auch sinnlos. Deswegen weg damit. Was haben wir noch für ein Item? Warte. Eine Angel. Oder hier, das Seelen. Das Seelending brauche ich sowieso nicht. 86% hätte ich im Angebot. Nehmen wir. Ist gekauft, sagst du? Na dann, gib ihm. Also das ist schon, wenn der dann sogar noch Strahlenkranz hat, ist es heavy. Ja, oder? Ich find's auch gerade irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie man den besiegen kann. Zumal ja diese Gefolgsleute da auch immer wieder nachspawnen. Mhm. Wo ist denn die Map? Map gehen wir an. Danke. Ja, aber diesmal wird's unser Erfolgsrun, ich sag's euch. Ich denke auch, ja. Also, obwohl Benny da hier voll sarkastisch antwortet, bin ich mega überzeugt. Ja. Ich kann's ja verstehen, es war ja wirklich gerade echt nicht sehr spaßig. In die erste Kammer reingeht und kriegt gleich so die Hucke voll. Jetzt, ach, ich will nicht wiederbeleben, geh doch weg. Oh, das hasse ich wirklich so sehr. Das ist eine sinnlose Mechanik. Das wäre ja auch verblüffend, wenn man das mal nicht auf die gleiche Taste legen würde. Ja, das war eine super Entscheidung, Kevin. Was? Na, diesen Trank zu nehmen, bevor du mich heilst, um da quasi Ruhe zu haben. Das war nicht mal intended, bin ich ehrlich. Ich sag's wenigstens, Clay. Ich hab den Trank nicht mal gesehen. Ich wollte einfach nur die Kreaturen neben mir töten, anstatt dich wiederzubeleben. Ist auch okay. Also was auch immer deine Beweggründe sind, solange es am Ende des Tages funktioniert hat, ist das okay für mich. Lol, hat die Ziege Geschossabwehr? Jo. WTF, Junge. Was für eine Kackziege, ey. Don't mess with the Ziege. Wo bin ich? Ich bin wieder in die Falle reingelatscht. Oh Gott, ich wusste nicht, dass da zwei Fallen waren. Ich muss erstmal auf meinen Heiltrank warten, bis ich euch jetzt... Ah, Fuchs, geh da raus! Bist du dumm? Oh, der Fuchs ist echt hart im Nehmen, ey. Geh doch zu Ecki. Ach, Ecki Schmecki, sage ich immer. What? Doch, ich wusste, dass da eine Falle ist, aber es war mir einfach egal. Oh Gott. Komm schon. Yes! Och, Mann.
Oh Gott, wieso sind hier so viele Fallen? Ah! Alles klar. Ja, Uralte sind ja ein Klacks gegen diese Fallen hier. Bleib hier, Skelett. Wir müssen... Das ist eine ausgezeichnete Frage, lieber Kevin. Nein! Erstmal zu Kevin, würde ich sagen. Oh, ich dachte, ich bin besser als die 15 Creeper. Das oh nein. Sieht eher aus, als wärst du in eine Falle gerannt. Nee, nächstes Mal will ich 15 Creeper. Ah, okay. Jetzt hat mich der scheiß Baby-Zombie hier fast in eine Falle geschubst, ob der ein bisschen dumm ist oder... Ah! Nein! Oh Gott! Keine Panik kriegen, keine Panik kriegen! Ganz ruhig! Ah! Das ist der Ausdruckanführer. Schade. Ah! Wir werden alle sterben! Bleib hier! Ich muss mich heilen! Lass ihn doch! Nein! Das war... Du wirkst etwas überfordert, Matze. Ja, das ist mich total am Ende. Holy shit. Sie waren überall. Ach, hier ist ja gar keine Kammer. Ja, tragisch. Nope. Das hat sich total gelohnt, dass wir es hier geopfert haben. Halt, stopp. Ich hab's gewusst. Ich schreck da aber auch nie zurück, ne? Ich geh da durch. Entweder das trifft mich oder das trifft mich halt nicht. Super Einstellung, Kevin. Super Einstellung. Ich hab keine Lust, da zu warten. Hä, wieso fliege ich? Ach so. Hm. Aufwind, wie ist das? Hä? Hier ist doch keine Einheit. Sag mal, ist unsere Gear so schlecht oder was ist los? Ich bin gerade selber ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Hat mich das Lama gerade in die Luft... Sind das ernsthaft diese Kack-Lamas? Nein, Lama! Nein, Zombie! Nein, Lama! Oh Gott, nicht schon wieder ich. Ich hab nur noch einen Pfeil! Und hab ihn in die Wand geschossen. Du hast nicht nur einen Pfeil gegen die Wand geschossen. Nein! Ich glaube, du hast drei. Komm schon, du Kack-Lama! Ich hasse dich und deine ganze Sippe. Komm her jetzt. Lama sind ab sofort Hassfiguren Nummer 1. Hör doch mal auf, Mann! Wieso kann mich das Lama in die Luft befördern? Also ich würde sagen, bei unserem nächsten Real-Life-Community-Event gehen wir einfach mal auf eine schöne Alpaka fahren. Ja, aber zum Prügeln! Ja, hinten ist übrigens ein Uralter oder halt irgendwas halt. Geil, dann können wir das, können wir den Durchgang jetzt gleich beenden. Nee, noch nicht. Nee, es ist nur eine Kammer. Herzlich willkommen auf unserer Alpaka-Wanderung. Wieso haben Sie einen Schlagring dabei? Okay, das ist jetzt ein bisschen over the top, oder? Ja, vor allen Dingen müssen wir den Schlagring gegen dieses dicke Fell eh nicht durchkommen. Ja, dann nehme ich halt einen Baseballschläger mit. Auch nicht mit einem Baseballschläger, du brauchst dann eine Schere. Dann wickel ich Stacheldraht drum. Okay, das geht. Na endlich. Das Lama muss leiden. Also ein Stacheldraht strangulieren, meinst du? Nee, das ist zu schnell. Oh, lol. Okay. Wie stellst du das am besten vor? Ey, hör doch mal auf jetzt. Das ist FSK 18 sonst hier. Also pass auf. Nee, okay. Kevin hat ja völlig recht. Können wir nicht machen. Meine Güte. Unsere Lava-Gewaltperversion müssen wir leider erstmal für uns behalten. Es tut uns leid. Okay, also machen wir das dann offscreen nach der Aufnahme. Genau. Ja, könnt ihr machen, was ihr wollt, ist mir dann egal, aber... Ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, wir machen eine Telegram-Gruppe auf, einfach nur um unseren Lama zu analysieren. Ja. Die Lama-Verschwörung. Da rufen wir dann zu Fackelzügen vor Lama-Käfigen auf und sowas. Das Welt-Lama-Tum muss besiegt werden. Ja, es ist genau so. Der Anführer des Dalai Lama. Oh nee. Oh, sag mal, seid ihr als Kind vom Wickeltisch gefallen oder was ist los? Beide. Das ist ein Wickeltisch. Das ist so ein Family-Trade. Meine Güte, ey. Ja, komplett insane. Oh, Leute!
Merk schon, also Kevin ist da wirklich eisern. Aber ich war's nicht, der gestorben ist. Hä, war es nicht? Ich sehe es auch nicht ein, da irgendwie eine Pause zu machen. Super. I couldn't care less. Ich frag mich, was hier schief gehen könnte. I couldn't care less. Ja, okay, schön, Damage. Weißt du, wir dürfen keine Lamas foltern, aber Kevin darf sie, ne? Das ist ja nicht vergleichbar. What? Ja, okay, Lamas foltern ist Das ist ja nicht mal ansatzweise vergleichbar, Matze. Was soll denn das jetzt sein? Also was ist jetzt denn wirklich? Ey! Was? Was ist denn mit euch jetzt? Ich hab versucht, dich zu verteidigen und dein... Ja, okay. Du hast mich... Na genau, der Sarkasmus in deiner Stimme weiß das auch. Das war nicht mal Sarkasmus. Was aber denn? Aber war deine Stimme. Nur weil du immer denkst, ich würde sowas sarkastisch meinen. Das war literally halt jetzt kein lange. Sarkasmus. Leute, okay. Könnt ihr einfach nachher zur Beratung gehen und jetzt aufs Objective konzentrieren? Ich bin tot, ich kann mich auf gar nichts mehr konzentrieren. Super. Same hier. Du machst es schon, Matze, ne? Ja, Ecki rettet. Leute, wir erstmal alle beide weggehen. Das sah so lustig aus. Ich muss mich erstmal dagegen heilen, Jungens, Mensch. Aber es sah trotzdem lustig aus. Das wird alles taktisch hier geplant sein. Oh, der Wirrwald. RIP. Schön. Ist ja so schwer. Ne, das war doch unser Nemesis-Level hier. Unser weißer Wal der Hölle. Das hast du schon wieder verdrängt. Wer ein Windhorn hat, ausrüsten. Gute Idee. Gute Idee. Ich weiß, danke. Geh ich mal kurz in Deckung hier, hinter diesem unfassbar coolen Baumstamm. Windhorn. So blase meine Feinde. What? Runter. Oh. Jo, alles klar. Oh, Alter, was ist passiert? Du war ein Eisologe. Why? Stop it! Die haben Geschoss ab, mich! Jetzt hört's halt auf hier. Ah, ich sterbe. Nee. Lass es mal. Okay. Oh! Heieiei, das ist aber auch heikel hier. Also ich sag's wie es ist. Alleine ging's deutlich einfacher. Das soll jetzt nichts, kein Flame gegen euch sein, aber ich glaube, dass der Schwierigkeitsgrad echt krass skaliert. Hey, nein! Oh doch. Doch. Ich dachte, ich wär stuck für immer da unten und kann nicht mehr zu euch. Im Zweifel kannst du dich immer porten, also. Das wäre zu einfach. Okay. Oh, was für ein Windhorn-Einsatz hier. Genau so wünsche ich mir das. Free like the wind. He is free. Weil da gibt es nämlich ein Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt. Ja, ich weiß, dass es das gibt. Free like the wind. Und daher, das. Musste ich habe auch in dem Moment, wo ich es gesagt habe, bereut, dass ich es gesagt habe. Vom damaligen DSDS-Gewinner Alexander Klaffs. Ach, von dem Hannes war das. Ja. Ich würde ja sagen, dass die Gegner sind dann alle Dust in the Wind, wenn wir das machen. Ah. Weiß ich jetzt nicht, Benny. Weiß ich nicht. Kommt lieber mal zurück. Ich wurde gecreept. Das ist aber jetzt tragisch. Mhm. Wo bist denn du? Da unten. Oh Mann! Vor allen Dingen werden die immer schneller dann! Warum existieren Creeper denn eigentlich? Nur um zu nerven, Kevin. Das ist ihre einzige Existenzberechtigung. Eigentlich nur, weil Notch so blöd war, ein Schwein zu designen. Ja, okay. Oh, das war ein nicer. Nices Windhorn. Ja, ich bin trotzdem tot. Ja, das ist nicht so schlimm. Das Windhorn ist. Ich wollte nur sagen, dass wir alle sterben werden. Deswegen komme ich jetzt zu euch. Weil da drüben ist echt Beef. Okay, ich bin tot. Holy shit, was geschieht? Ich muss weg. Ich versteck mich. Hä, hey, ist doch alles easy.
Okay, cool. Komm zurück. Hä, was ist hier los, ey? Das ist maximal chaotisch hier. Hör auf, die zu verzaubern. Die sind schlimm genug. Kunde. Kunde. Was war das denn? Ja. Lang keine Ordenkammer mehr gefunden. Also für 80% finde ich das gerade ein bisschen low, was wir hier haben. Jo, same. Hier, Benny, komm mal zu uns. Alles klar. Danke. Irgendwann müssen wir auch ein bisschen tryharden hier heute. Ich finde, wir machen das gerade echt gut. Also, den Widrigkeiten zum Trotz. Ich habe die Ziegel runtergeschubst. Genau, das meine ich damit. Also so in der Art. Die Ziege ist ja auch schon fast sowas wie ein Lama. Basically, ja. Wieso kommen denn von hinten so viele Gegner? Das kann doch gar nicht sein. Da haben wir doch aufgeräumt. Da hier ist eine Uraltenkammer, meinst du? Weißt du, ob das eine Uraltenkammer ist? Oh, nice! On my way! UMW! Na, oh, es ist eine. Ach du Scheiße. Nee, ist der Weber. Geh mal raus. Hab ich keinen Bock drauf. Komm, lass abhauen. Nee, ist der Weber. Der Weber, Klaus. So, nee, sorry. Weißt du, der Weber und ich, wir sind einfach mal überhaupt keine Freunde mehr. Also, ne? Was sorry, ist dir vorgefallen? RIP. Na, der Klaus, halt der hat gesagt, hier, Matze, bei dir piept's wohl. Da hast du gesagt, Klaus, du alter Weber. Und naja. Ich würde ja zurückkommen, wenn hier nicht 2 Milliarden Spinnen wären, die mich festpinnen. Aber es wäre nicht schlecht, wenn du das machen würdest, weil du das ein Illusionist. Ja, ja, UMW. Wehe, du Feuerwerkspfeilst mich. Ich hasse dich! Wululu. Hä, wo ist der hin? Ich hab ihn! Dachte ich. Ich hab ihn ja wirklich. Nice. Stirb, Alter. Wartet mal, da drüben war noch ein kleines Eckchen, was unerkundet war. Hoppala, ich hätte vielleicht nicht durch die Lava laufen sollen. Hä? Was ist geschehen? Kevin, du machst das. Ja. Hab aber kein Leben mehr und ich habe keine Lust zu warten. Du hast 20 Sekunden, das ist quasi eine Ewigkeit in Minecraft. Jahren, ja, aber so. Wenn ich keine Lust habe, auf den Heiltrank zu warten, sondern einfach reingehe, dann kann es 5 Millionen Jahre sein. 20 Sekunden ist eine Ewigkeit in Minecraft, Jan. Ihr habt übrigens noch 4 Sekunden. Ich hä? Dachte, ach, ich dachte, Matze macht das. Nee, Matze ist weggegangen. Oh, naja. Na, du bist so zu Benny gegangen, da dachte ich, okay, werde schon machen. Na, du bist auch so zu Benny gegangen, dachte ich, du machst schon. Ja, wenn die Nacht nicht anbrechen würde, hätte ich mich auch liegen lassen können, merkt keiner. Ah, doch. Oh, wieso ist hier so viel los? Mann! Du blöde Hexe! Gib mir den Apfel. Oh, war das ein geiles Windhorn. Oh oh. Wo ist denn Benny schon wieder? Da hinten. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Heile ihn, verteidige uns. Mach ich. Hab ihn. Nice. Siehst du, was mit so ein bisschen Absprache alles funktioniert? Das ist echt crazy, oder? Ja gut, aber es ist jetzt nichts Neues, ne? Wir haben halt nur einfach keinen Bock drauf. Ja, aber warum, frage ich mich. Weißt du, da... Das prangere ich an. Das ist okay, das kannst du machen. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Anfangen wurde registriert. Oh, ein Gas, Alter. Kummerkasten wird leider nur einmal die Woche geleert. Na, what? What? Why? Oh Gott, what? Nope, 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 nope. Okay, that was unexpected. Komm schon, was ist hier los? Uiuiui. Nein!
aber voll ins Face, der Guest. So ja, das war der Creeper. Rein. Das war nicht nee, der Guest. Das war der Guest, der hat voll dir einen Feuerball in der Fresse gehauen. Ich hätte getören können, das war dieser Creeper. Nee, das war, es war ein Guest. Okay. Der Feuerball ist wirklich in die, direkt in die Fresse rein. Ja, wir müssen den Guest auch gerade irgendwie wegkriegen, weil da ist tatsächlich das größte Problem gerade. Ne, keine Chance. Alter, hier ist aber auch alles auf dem Haufen. Früher hätte es sowas nicht gegeben, danke. Hä? Woran bin ich gestorben? Es ist doch keiner hier. Hä? Wieso bin ich gestorben? I don't get it. Danke, by the way. Hä, das habe ich jetzt nie begriffen. Nee, war auch gerade ein bisschen zu hoch für mich. Ah, whatever though. Ist hier das Level vorbei? Ja, hier geht's schon raus. Hat sich ja total gelohnt, die 80% Mensch. Oder? Ja, wir hatten einen uralten. Ja gut, den Weber, aber das ist ja kein Uralter, das ist eine Seuche. Vorsicht, den Tee. Weg da. Woran bin ich? Hä? Wer hat mich denn jetzt ge-one-hitted fast? Ich bin mir nicht sicher, was hier los ist. Jetzt bleibt doch mal hier, mein Trank ist... Ach, Mann, dumme Hexe. Oh. Das war natürlich mein eigener Fehler. Weißt du, ich bin gefallen? Wo bin ich denn? Aua! Schmerzen! Alter, hier ist was los. Leute, Leute. Also dieses Windhorn rettet hier einen echten Hintern. Mhm, muss ich auch sagen. Ich habe halt nur viele Fehlzündungen, weil ich noch meine Stiefel gewohnt bin. Hä? Keine Ahnung. Okay, cool. Benny spawnt einfach tot neben mir. Ich meine, gibt schlimmere Punkte zu sterben, aber... That's my drift. Trotzdem. Hier hinten ist noch was, ne? Was denn? Mhm. Wo ich gerade langlaufe, da waren wir noch nicht. Ja, okay, dann lauf halt einfach weiter. Ist okay. Da müssen wir jetzt aber auch mal kurz Props an Kevin geben, dass er uns an das Windhorn erinnert hat, weil das ist ja echt godlike. Jo. Kein Ding. Credits where it's due. Einfach nice. Wir haben einfach die ganzen Verzauberten gerade runtergeschmissen. Ist so, ne? Wir bräuchten mal einen uralten, oh, hier ist noch eine Höhle. Poken muss. Oh. Warte. Nur Benny worden? Na. Jetzt geht's nicht. Okay. Naja, aber besser als nix. Hold back the excitement, das ist nur eine Goldhöhle. Ich glaube, mehr Ecken gibt's dann auch nicht, oder? Ich denke nicht. Weiß nicht, ob wir irgendwo was verpasst haben. Kann natürlich sein, aber... Wenn wir jetzt noch zwei Leben hätten, hätte ich natürlich gesagt, wir können ja mal den Weber probieren. Aber mit null finde ich's... Nee, nicht. Da ist es, glaube ich, wichtiger, dass wir das abschließen einfach. Ja, da kriegen wir wenigstens vom Piglin Merchant neuen Shit. Ja. Vielleicht ist da ja was dabei. Außerdem können wir uns dann mal wieder auf die Fahne schreiben, eine Uraltmission geschafft zu haben. Das wäre ja schon fast die dritte oder so. Deshalb wollen wir so, naja, mittelmäßig gestartet sind. Das stimmt, ne? Aber irgendwie... Aber wir haben uns wieder gefangen. So kurz bevor es schlimm wurde, haben wir uns dann wieder gefangen und dann ging es wieder. Ich habe mal was getriggert, ne? Ah ja, mach mal. Trigger mal. Snicker-Trigger. Diese scheiß Pilzwerfer, ey. Kannst nirgendwo hingehen, ohne vergiftet zu werden. Schlimmer als in Russland hier. Oh, lol. Nice flame, though.
So, ich habe mir jetzt alles geklaut und die Bämme nehme ich mir auch noch. So. Ach, verdammt, ich habe ja keine Stiefel. Matze und seine Bämme. Ist so. Wie ein Forza hier. Macht nur eine Bämmentheke auf. Speckfett-Bämmen-Matze ist zurück. Ach ja. Und das, obwohl ich Speckfett-Bämmen gar nicht mal geil finde. Eigentlich ist Speckfett ziemlich nice. Ist so. Nein, wo bin ich denn hingelaufen? Falsch. Das ist nicht schlimm, aber du kannst dich dann bestimmt mittelfristig porten, weil ich vermute mal, die zwei Höhleneingänge, die wir hier aufgedeckt haben, haben wir schon aufgesucht. Ne, ja, doch. Aber guck mal, doch, hinterm Ausgang gibt es noch ein Stück. Ein Stück, wo wir noch nicht waren. Ja. Das können wir uns mal noch angucken, ganz unverbindlich, versteht sich. Können wir noch mal reinsnickern, sagst du? Ja, das kostet die Welt, ich nehme zwei Stück. Jetzt fall halt runter! El Lapo Grande. Warum habe ich denn keinen Heiltrank? Hä? Nice, dieses Doppelwindhorn einfach nur. Eine schubst sie an die Kante. Ja, das Geräusch ist natürlich noch geiler, ne? Ich glaube, das brauche ich mal als Klingelton oder so, immer wenn eine SMS kommt. Also, SMS, ne? Ich meine natürlich eine Messenger-Nachricht. Wer schreibt denn heutzutage noch SMS? Niemand. Also die einzigen SMS, die ich kriege, sind von irgendwelchen Dienstleistern, die mir einen Zwei-Faktor-Authentifizierungscode schicken. Ist so, ich habe dann neulich mal ausgeräumt. Und ich hatte bestimmt, keine Ahnung, 30, 40 SMS. Und es war alles nur solche Sachen. Oh, das war aber ein richtig... War das Benny? Was denn? Ich weiß auch nicht, Benny gerade dieses Premium-TNT da geworfen? Heiliger Bimbam. Ihr lasst mich ja nie TNT werfen. Hier geschehen furchtbar sonderbare Dinge. Ja. Aber auf eine gute Art und Weise, ne? Wir schaffen eine uralten Mission. Benny wirft ein präzise platziertes TNT. Und Kevin hat bestimmt auch irgendwas Verrücktes gemacht, die Folge. Ich weiß es nur gerade nicht mehr. Ihr wisst vermutlich gar nicht, wie gut ich TNT werfen kann. Ihr lasst mich halt einfach nie. Ist so, am Ende bist du der LeBron Jones des TNT. Ja. James. Ja, halt, davon mal abgesehen. War's. Ich wusste, dass es nicht Juri war. Ja, gut, ne? Ja, Mensch, wir haben es geschafft. Ja? Dass wir den Weber einfach am Links liegen lassen, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Würde ich sagen. Ach, so. Und der Schmied ist fertig. Was hast du denn für mich? Einen Golem, eine Tüte und einen Pilz. Tüppchen. Ja, weißt du nicht, ob du im holländischen Coffeeshop warst oder beim Golem? Aber. Lol. Was soll denn das jetzt? Flame ist da. Ja, echt mal. Hä, nee, kann ich so nicht akzeptieren. Oh, und wisst ihr was? Ja, was denn? Wisst ihr, wonach das schreit, dieser Sieg? Oh, nee. Nach einem Siegestanz. Woo! Cool. Okay. Oder? Ja, also, wie du es gemacht hast, aber. Das ist insanely geil. Also so. Mach ich gleich nochmal hier. Boah. Kann ich mir schon vorstellen. Guckt's euch an. Cool. Einfach insane, oder? Also Wahnsinn. 3 € dafür ausgegeben. Geil. Sehr stark. Hey, komm, egal. Ich habe auch einen niedlichen Fuchs. Ist doch alles tutti. Ich hab einen Raben. Ja, den Raben hätte ich auch noch, aber den habe ich gerade nicht ausgerüstet. Ich bin bloß gerade ein bisschen gebammt, dass ich hier nicht einen einzigen Adventure-Rang aufgestiegen bin, obwohl wir jetzt hier eigentlich relativ viel geschafft haben, also weiß ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Da frage ich mich, wie lange es dauern soll, bis man auf Level 50 kommt. Ich bin jetzt gerade auf Level 5. Same. 2. Okay. Ah, Benny ist der Tryhard unter uns, das wisst ihr ja schon. Naja, keine Ahnung, kriegen wir schon hin. Das Schöne ist ja, das geht ja nicht auf Zeit. Also selbst wenn ein neues Seasonal Adventure kommt, kann man das alte ja trotzdem noch mitmachen. Das finde ich eigentlich ganz nice und ziemlich fair. Dadurch hat man diesen, wie nennt sich das? FOMO, Fear of Missing Out, hat man in dem Falle quasi nicht. Weil man es halt wirklich genau dann beenden kann, wenn man Lust drauf hat. Aber hey Mensch, ich denke, wir können uns heute mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Wie gesagt, dass wir den Weber ignoriert haben, das... Ach,
Ignorieren wir. Da gab es gar keinen Uralten, ne? 80%, aber einfach Pech gehabt, ne? Kann passieren. Aber wir haben die Uralten-Mission geschafft. Ich habe noch gar nicht geguckt, was der Picklin da unten jetzt für mich im Angebot hat. Das werde ich dann in der Aufnahmepause mal machen. Und wenn es was Gescheites gibt, präsentiere ich es euch natürlich. Und in der nächsten Folge, die ja am Sonntag stattfindet, da werden wir uns mal wieder in den Tower begeben. Und für euch wird es quasi eine Reise in die Vergangenheit sein, denn wenn die Folge rauskommt, da wurde der Tower schon geändert. Aber da wir jetzt etwas eher aufnehmen, ist bei uns noch die Tower-Challenge aktiv, die wir in den letzten 3 Tower-Folgen schon gemacht haben. Und ich hoffe, ihr trinkt jetzt nicht jedes Mal ein, wenn ich Tower sage, weil sonst seid ihr gleich weg. aber wir werden nochmal die Tower-Challenge machen, so als Abschluss sozusagen. Nochmal alle einen Run und dann gucken, ob wir unser Ergebnis vielleicht nochmal ein bisschen aufbessern können. Wir erinnern uns ja, Benny ist aktuell bei Stufe 5, Kevin steht bei 10 und ich bei 14. Also schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch ein paar Stockwerke höher kommen oder ob wir sogar eher versagen. Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Sagen Tschüss, bis Sonntag, haut rein und lasst gern ein Däumchen da. Tschüss. Danke. Ciao.